Im frühen 20. Jahrhundert legten Pioniere wie Alan Turing, Konrad Zuse und John von Neumann durch die Entwürfe erster komplexer Rechenmaschinen die Grundlage für das Computerzeitalter. Seitdem entwickelt sich die Informationstechnologie in rasanten Geschwindigkeiten. Die Taktraten der Prozessoren stiegen gewaltig und die kleinsten Elemente der klassischen Computer, die Transistoren, sind mittlerweile nur noch etwa 10 Nanometer groß. Doch seit ein paar Jahren erregt eine interessante und zukunftsweisende Innovation unsere Aufmerksamkeit: der Quantencomputer. Im Gegensatz zu herkömmlichen Digitalrechnern macht sich der Quantencomputer die Gesetze der Quantenmechanik zu nutzen. Dadurch können sie bestimmte Probleme viel besser lösen als die klassischen Rechner. Beispiele hierfür sind die Methoden zur Verschlüsselung und die effiziente Datenbanksuche. Ein typisches Beispiel, das diesbezüglich oft herangezogen wird, ist folgendes. Wir haben eine New Yorker Telefonnummer und wollen herausfinden, wem diese gehört. Das Telefonbuch ist allerdings nach den Nachnamen der Person geordnet. Es bleibt uns also nur noch, jeden Eintrag Stück für Stück durchzuschauen. Bei 1 Million Einträge müssen wir uns im schlechtesten Fall alle 1 Million Einträge ansehen. Im Schnitt erfüllt erst der 500.000. angesehene Eintrag unser Kriterium. Mit einem Quantencomputer genügt es allerdings, 1.000 Einträge zu überprüfen. Allgemein die Wurzel aus der Gesamtanzahl der Einträge. Aber warum ist das so? In diesem Video will ich grundlegend erklären, wie ein Quantencomputer rechnet. Dazu werden wir uns einen einfachen Algorithmus des Quantum Computing theoretisch ansehen und daraus die Prinzipien des Quantum Computing und die Anforderungen an die Hardware eines Quantencomputers herleiten. Fangen wir einmal ganz von vorne an. Die kleinste Dateneinheit eines binären Rechners ist ein Bit. Das Bit wird durch ein elektrisches Potential realisiert und kann entweder eine 0 oder eine 1 darstellen. Die kleinste Einheit eines Quantencomputers ist das Quantenbit, kurz Qubit. Das Qubit wird durch den Zustand eines Quantenteilchens repräsentiert. Man wählt zwei sich ausschließende Zustände eines Quantenteilchens für 0 und 1. Das kann zum Beispiel der Spin, also die Drehung eines Atoms sein. Es dreht sich entweder in die eine Richtung oder in die entgegengesetzte Richtung. Bis hierhin sieht alles ziemlich gleich aus. In der Welt der Quanten können die Teilchen aber mehrere Zustände gleichzeitig haben. Dieses Phänomen nennt man Superposition. Ein Quantenteilchen kann sich an mehreren Orten gleichzeitig befinden und auch andere sich ausschließende Zustände vereinen. Für unser Quantenbit heißt das, das Qubit kann 0 und 1 gleichzeitig sein. Nimmt man sich jetzt zwei Bits zu einem sogenannten Register zusammen, können bei einem klassischen Computer vier verschiedene Zahlen dargestellt werden. Ein Quantenregister kann durch die Superposition aber vier verschiedene Zahlen gleichzeitig darstellen. Allgemein heißt das bei n Bits, dass 2 hoch n Zahlen gleichzeitig dargestellt werden. 8 Qubits können also 256 verschiedene Zahlen gleichzeitig repräsentieren. Das geht aber nur, solange die Qubits isoliert sind. Sobald man den Zustand eines Qubits messen will, wird die Superposition zerstört und es liegt nur noch eine der 2 hoch n Möglichkeiten vor. Um die Superposition besser zu verstehen, stellen wir das Qubit nun in verschiedenen Schreibweisen dar. Das ist wichtig, um die Rechenweise eines Quantencomputers zu verstehen. Die erste Schreibweise ist die Dirac-Notation, die auf den britischen Physiker Paul Dirac zurückgeht. Wie wir gesehen haben, kann ein Qubit 1 und 0 gleichzeitig sein. Der Zustand eines Qubits kann also in der folgenden Form geschrieben werden. Alpha und Beta nennt man Amplituden. Sie beschreiben, zu welchem Anteil ein Bit 0 oder 1 ist. Zerstört man die Superposition durch Messen, liegt mit der Wahrscheinlichkeit Alpha Quadrat eine 0 und mit der Wahrscheinlichkeit Beta Quadrat eine 1 vor. Da mit Sicherheit eine 1 oder eine 0 gemessen wird, ist die Summe der beiden Wahrscheinlichkeiten 1. Wir können also schreiben, Alpha Quadrat plus Beta Quadrat ist gleich 1. Diese Vorschrift schränkt die Auswahl von Alpha und Beta zwar ein,
Es gibt aber dennoch unendlich viele Möglichkeiten und damit unendlich viele Zustände, die ein Qubit haben kann. Eine andere mögliche Schreibweise ist die Vektorschreibweise. Hier enthält ein zweidimensionaler Vektor die Amplituden Alpha und Beta. Die erste Komponente des Vektors enthält also die Amplitude von 0 und die zweite Komponente die Amplitude von 1. Um uns ein Qubit also besser vorstellen zu können, könnten wir es uns in einem zweidimensionalen Koordinatensystem vorstellen. Alpha ist der Nullanteil und Beta der Anteil an 1. Wir erinnern uns, Alpha Quadrat plus Beta Quadrat muss immer 1 sein. Für unseren Vektor heißt das, er hat immer die Länge 1. Alle möglichen Kombinationen für Alpha und Beta sind also Punkte auf dem Einheitskreis. Soweit so gut. Doch wie rechnet der Quantencomputer jetzt damit? Bei einem herkömmlichen Rechner werden sogenannte Logikgatter eingesetzt. Sie haben unterschiedliche elektrische Potenziale als Eingangsgröße und erzeugen abhängig davon ein elektrisches Potenzial auf dem Ausgang. Anders ist das bei den Quantengattern. Quantengatter verändern das Qubit direkt und damit seinen Informationsgehalt. Im Gegensatz zu den Logikgattern, die ein neues Potenzial erzeugen, wird sozusagen der Zustand des Eingabe-Qubits überschrieben. Damit wir einfache Algorithmen verstehen können, müssen wir das wieder mathematisch beschreiben. Quantengatter, die man auf ein Qubit anwenden kann, werden als 2×2-Matrizen geschrieben. Das heißt aber nicht, dass jede 2×2-Matrix als Gatter auf ein Qubit angewandt werden kann. Hierfür gibt es mathematische Vorschriften, die wir uns in diesem Video allerdings nicht weiter anschauen werden. Als Beispiel sehen wir uns einmal die Hadamard-Matrix an. Sie ist nach dem französischen Mathematiker Jacques Hadamard benannt und ist Grundlage für eines der wichtigsten Quantengatter, das Hadamard-Gatter. Die Matrix sieht wie folgt aus. Zur Anwendung auf ein Qubit multipliziert man das Qubit mit der Matrix. Wer die Rechnungen komplett nachvollziehen will, hält das Video am besten immer wieder kurz an. Wir nehmen also unser Qubit in Vektorschreibweise und multiplizieren es mit der Hadamard-Matrix. Dann erhalten wir diesen Ausdruck. Um zu sehen, wozu wir dieses Hadamard-Gatter brauchen, wenden wir es einmal auf das Qubit 0 an. In der Vektorschreibweise wird der Zustand 0 durch den Vektor 1, 0 dargestellt. Die Multiplikation ergibt dann folgendes. Das Ergebnis ist eine Superposition der Zustände 0 und 1. Die Amplitude ist jeweils 1 durch Wurzel 2. Da die Wahrscheinlichkeit beim Messen dieses Zustands, den Zustand 0 oder 1 festzustellen, dem Quadrat der Amplitude entspricht, haben wir hier eine Superposition, bei der der Zustand des Quantenbits zu 50% einer 0 und zu 50% einer 1 entspricht. Wendet man das Hadamard-Gatter nun erneut an, erhalten wir wieder den Zustand 0. Wendet man das Hadamard-Gatter auf den Zustand 1 an, so erhält man ein ähnliches Ergebnis wie zuvor, mit dem Unterschied, dass die Amplitude von 1 minus 1 durch Wurzel 2 ist. Für die Wahrscheinlichkeitsverteilung spielt das aber keine Rolle, da hier die Quadrate eingehen. Bei erneutem Anwenden des Gatters erhalten wir wiederum den Ausgangszustand. Damit haben wir auch schon den mathematischen Teil des Videos abgeschlossen. Zeit für eine kurze Zusammenfassung. Der Zustand eines Quantenbits ist eine Superposition mehrerer einfacher Zustände. Ein Qubit kann also 0 und 1 gleichzeitig sein. Den Zustand eines Quantenbits kann man als zweidimensionaler Vektor der Länge 1 darstellen. Die Wahrscheinlichkeit der Messung eines Zustands ist dabei das Quadrat der entsprechenden Amplitude. Quantengatter ändern diesen Zustand und können als 2×2-Matrizen dargestellt werden. Messen wir ein Quantenbit, zerstören wir die Superposition und erhalten einen der einfachen Zustände. Alleine mit dem Hadamard-Gatter können wir schon einen sehr einfachen Algorithmus realisieren, einen Zufallsgenerator. Algorithmen des Quantum Computing werden oft durch Blockschaltbilder veranschaulicht. Für den Zufallsgenerator benötigen wir ein Qubit,
dessen Zustand eine Superposition aus 0 und 1 ist. Die Anteile von 0 und 1 sollen dabei gleich sein. Das erreichen wir zum Beispiel durch die Anwendung des Hadamard-Gatters auf ein Qubit mit dem Zustand 0. Wie vorhin gezeigt, besteht der Zustand des Qubits jetzt aus einer Superposition der Zustände 0 und 1. Nun muss man das Qubit nur noch messen, um die Superposition zu zerstören und als Ergebnis eine 0 oder eine 1 zu messen. Diese Art der Darstellung in einem Blockschaltbild nennt man Quantenschaltkreis. Da die Amplituden gleich sind, erhalten wir beide Ergebnisse mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Das Besondere bei unserem Zufallsgenerator ist, dass er wahre Zufallszahlen liefert. Vergleicht man unseren Algorithmus mit einem Münzwurf, stellt man fest, dass die Ergebnisse des Münzwurfs zwar zufällig erscheinen, es aber nicht wirklich sind. Würde man die Münze immer auf die gleiche Weise werfen, das heißt zum Beispiel von einem Roboter, und bei denselben Umgebungsbedingungen, dann würde die Münze auch gleich fallen. Berücksichtigt man alle Umgebungsumstände, kann man theoretisch voraussagen, ob die Münze auf Kopf oder Zahl liegen bleibt. So ist das bei fast allen Zufallsgeneratoren, die wir heute verwenden. Sie liefern zwar für den Anwender zufällig erscheinende Ergebnisse, laufen aber dennoch deterministisch ab. Der Quantencomputer hebt sich also durch diese Möglichkeit von klassischen Computern ab. Auch bei anderen Algorithmen bietet das Rechnen mit Quantenbits Vorteile. Bei der Datenbanksuche bietet der Grover-Algorithmus eine Möglichkeit, einen Eintrag in einer Datenbank mit insgesamt n Einträgen bei einer Laufzeit in der Größenordnung von Wurzel n zu finden. Der Shor-Algorithmus kann eine Zahl essentiell schneller in seine Primfaktoren zerlegen als ein klassischer Rechner. Heutzutage beruhen viele Verfahren zur Verschlüsselung darauf, dass es kein Verfahren gibt, durch das man eine Zahl effizient in ihre Primfaktoren zerlegen kann. Der Algorithmus von Shor kann das. Allerdings braucht man mehr Qubits, je größer die zu zerlegende Zahl ist. Die Quantencomputer, die derzeit schon existieren, können also nur kleine Zahlen in ihre Primfaktoren zerlegen und der Shor-Algorithmus stellt noch keine Gefahr für die heutige Kryptographie dar. Das könnte sich aber in Zukunft durch den technischen Fortschritt ändern. Als letzten Algorithmus möchte ich noch den Algorithmus von Deutsch erwähnen. Dieser Algorithmus hat zwar kaum praktische Anwendungsgebiete, war aber einer der ersten Algorithmen, die gezeigt haben, wie ein Quantencomputer durch das Prinzip der Superposition Vorteile bezüglich der Laufzeit haben kann. Der Algorithmus von Deutsch kann mit nur einem Funktionsaufruf einer Funktion f herausfinden, ob diese unbekannte Funktion konstant ist oder nicht. Ein herkömmlicher Computer müsste die Funktion f hierzu mit allen möglichen Eingaben testen, um zu sehen, ob das Ergebnis der unbekannten Funktion gleich bleibt. Dieser Algorithmus übersteigt das Niveau dieses Videos nur ein kleines bisschen. Er ist also sehr interessant für diejenigen, die sich weiter mit Algorithmen des Quantum Computing auseinandersetzen möchten. Genug Theorie. Wie setzt man so einen Quantencomputer jetzt in die Praxis um? Wie wir gesehen haben, muss ein Quantencomputer drei Dinge tun können. Er muss Qubits enthalten, die man in einen Anfangszustand, also 0 oder 1, versetzen kann. Die Quantenbits müssen ihren Zustand robust beibehalten. Durch den kleinsten Einfluss von außen könnte die Superposition zerstört werden. Das darf nicht passieren. Außerdem müssen Quantengatter den Zustand der Qubits gezielt verändern können. Schließlich muss man den Zustand der Qubits noch messen können. Nebenbei bemerkt, unsere Messung hat zwar meist ein zufälliges Ergebnis, aber durch gezielte Interferenz, also Überlagerung von Zuständen, kann man trotzdem Ergebnisse bekommen, die auf den ursprünglichen Zustand eines Qubits schließen lassen. Bevor wir uns jetzt Beispiele für Quantencomputer ansehen, möchte ich noch ein interessantes Phänomen anreißen: die Quantenverschränkung. Die Verschränkung scheint erst einmal wie Science Fiction. Einstein nannte sie auch spukhafte Fernwirkung. Verschränkt man zwei Quantenteilchen, so haben diese zum Beispiel folgenden Zustand. Die Bits sind also entweder beide 0 oder beide 1. Diese Superposition
erreichen wir ganz einfach durch die Anwendung des Hadamard-Gatters und des CNOT-Gatters, dem Pendant zum bekannten XOR-Gatter. Messen wir ein Qubit, wissen wir nicht, was herauskommt. Nun trennen wir die beiden Qubits. Wenn wir jetzt eines der beiden Bits messen, zerfällt die Superposition beider Qubits und das andere Bit hat den gleichen Zustand wie das zuerst gemessene Qubit. Messen wir zum Beispiel eine 1, so ist der Zustand des anderen Bits ebenfalls 1 und das ohne Zeitverzögerung. Es scheint also, als hätten wir Informationen teleportiert. Ganz richtig ist das aber nicht. Wir wissen leider nie, ob wir eine 0 oder eine 1 erzeugen. Informationen werden also nur indirekt ausgetauscht. Begrenzend wirkt vor allem die Zeit, in der man den Zustand eines Qubits aufrechterhalten kann. Das sind momentan nur wenige Millisekunden. Chinesische Wissenschaftler haben es vor ein paar Jahren dennoch geschafft, zwei verschränkte Quantenbits 1200 Kilometer zu trennen, indem die Qubits als Photonen in einer speziellen Glasfaserleitung übertragen wurden. Jetzt aber wirklich zur Praxis. Die ersten Quantencomputer konnten bereits in den 1990er Jahren umgesetzt werden. Mittlerweile werden sie von vielen Unternehmen entwickelt. Darunter auch namhafte Firmen wie Google, Microsoft, Intel oder IBM. Das Unternehmen IonQ entwickelt Quantencomputer, in denen einzelne Ytterbium-Atome in Vakuum die Qubits realisieren, deren Zustand durch gezielte Laserstrahlen verändert werden. Experten sind der Meinung, dass ein Quantencomputer ab 49 Qubits mit den herkömmlichen Computern konkurriert. Dem Quantencomputer für IonQ stehen für Operationen mit mehreren Bits aber nur 11 Qubits zur Verfügung. Man kann aber nicht sagen, dass ein Quantencomputer besser ist, je mehr Qubits er beinhaltet. Das Problem ist derzeit vor allem noch die Zuverlässigkeit der Operation. Die Fehlerrate ist im Vergleich zu klassischen Computern noch ziemlich groß. Es bedarf also Mechanismen, die das in den Griff bekommen. Da die Superposition durch Messen zerstört wird, ist es prinzipiell unmöglich, ein Qubit zu kopieren. Die klassischen Verfahren zur Fehlersicherung sind bei Quantencomputern also nicht anwendbar. IonQ wirbt mit einer Fehlerrate von unter 0,03%. Google hat beispielsweise eine Fehlerrate von unter 0,5% zum Ziel, was derzeit erst bei einem Modell umgesetzt wurde. Im Frühling des letzten Jahres stellten sie ihren neuesten Quantencomputer PrizzleCone vor. Dieser 72-Qubit-Rechner ist der Nachfolger eines 9-Bit-Quantencomputers von Google, der bereits 2016 entwickelt wurde. Die Technologie von PrizzleCone basiert auf Schaltkreisen, die in supraleitenden Mikrochips integriert sind. Das hat den Vorteil, dass die Technik zur Fertigung schon sehr weit entwickelt ist und man die Qubits leichter miteinander verschalten kann. Um Quantengatter anzuwenden, werden die Schaltkreise durch Mikrowellen beeinflusst. Für den Effekt der Supraleitung werden die Chips auf unter 100 mK durch flüssiges Helium gekühlt. Deshalb sind die Anlagen auch noch sehr groß und für den privaten Gebrauch ungeeignet. Intel arbeitet an Qubit-Chips, die wiederum auf einer anderen Technologie basieren. Die Eigendrehung von Kohlenstoffatomen in Diamanten sollen den Informationsgehalt der Qubits enthalten. Dadurch sind diese Quantencomputer viel kleiner als die von Google. Das ist wichtig, da ein wirklich kommerziell nutzbarer Quantencomputer laut Experten etwa 1 Million Qubits beinhalten sollte. Trotzdem entwickelt Intel auch supraleiterbasierte Anlagen. IBM stellte vor kurzem sogar den ersten kommerziellen Quantencomputer dieser Bauart vor. Den IBM Q System One mit 20 Qubits. Dabei kaufen die Kunden aber nicht den Computer selbst. Die 2,5 Meter großen IBM Q System One Geräte stehen in einem Zentrum im US-amerikanischen Bundesstaat New York und werden ihren Nutzern per Cloud zugänglich gemacht. Bereits zuvor konnte man bei IBM online seine eigenen Algorithmen auf kleinen 5, 16 und 20 Qubit Computern testen. Der aktuell größte funktionierende Quantencomputer von IBM ist ein Prototyp mit 50 Qubits. IBM ist sehr darum bemüht, die Technologien und Algorithmen des Quantum Computing voranzutreiben. Unter anderem verleihen sie den IBM Teach Me Quantum Award und den IBM Q Best Paper Award mit bis zu $10.000 Preisgeld an die besten Kurse und wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Quantum Computing.
Die rasende Entwicklung der Quantencomputer hat wohl zur Folge, dass sie bald in den Bereichen der Simulation und Kryptographie nicht mehr wegzudenken sind. Um unsere herkömmlichen Computer zu ersetzen, fehlt aber noch einiges. Die Quantencomputer müssen um einiges zuverlässiger, viel günstiger und auch kleiner werden, um die klassischen Prozessoren zu ersetzen. Vor allem müssen aber die Qubits länger aufrechterhalten werden können. Zurzeit werden die Quantencomputer auch noch von herkömmlichen Computern gesteuert und sind nicht unabhängig einsetzbar. Man kann also gespannt sein, in welche Richtung sich das Quantum Computing in Zukunft noch entwickelt.